Hallo. Hallo. Wir sind Tanja und Rainer vom Kanal. Tanja und Rainer on Tour. Heute wollen wir euch mal den Campingplatz vorstellen. La Pinede in Luxemburg im Müllertal. Gelegen in der Stadt Konzdorf. Genau. Wir machen mit euch einen kleinen Rundgang. Aber zuerst erzähle ich euch mal, wie viele Stellplätze sind. Der Campingplatz verfügt über touristische Stellplätze 58. Zahl der Stellplätze für Wohnmobile 22 und Zahl der Hütten 25. Mietwohnwegen bekommt man auch noch. Was ich noch sagen wollte, die Mobilheime, die kosten zwischen 50 und 100 Euro pro Übernachtung, je nach Ausstattung und Jahreszeit. Und jetzt holen wir euch mit über den Platz. Genau. Lauft einfach mit. Kommt mit. Hier befindet sich die Rezeption vom Camping La Pinede, zugleich auch Touristinfo. Rechts die Brasserie. Sieht alles sehr einladend aus. Aber heute auf Ostermontag ist sie geschlossen. Hier ist die Einfahrt, Ausfahrt und die Rezeption von der anderen Seite. Für 20 Euro extra bekommt man einen Schrankenschlüssel, der dann automatisch sich öffnet. Ja, und der jetzt ist aber Miete. Den kriegt man wieder zurück genau. Bei der Abfahrt. Und hier befinden wir uns am Restaurant. Das Restaurant hat heute auf Ostermontag geschlossen. So, gucken wir mal, kann ich durchfilmen. Sieht einladend aus. So. Aber links von uns sind jetzt die Stellplätze für die Wohnmobile. Hier haben wir es auch noch. Der Sportplatz. Hinter dem Sportplatz befindet sich der Spielplatz für die Kinder. Das Gebäude vor uns sind die sanitären Anlagen. Das sieht doch alles sauber aus. Jawohl. Hier ist die Entsorgung für die Chemietoilette. Gehen wir mal kurz durch. So. Hier sind die Duschräume für die Mädels. Tanja holt noch mal mit. So, hier sind die Toiletten. Waschbecken. Dann gehen wir mal bei den Duschen gucken, bei den Mädels. Alles etwas in die Jahre gekommen, aber sauber. Links und rechts sind noch schöne Gemälde. Hier befinden sich noch Waschbecken, da kann man sein Geschirr noch spülen. Ja, können wir filmen. Sind im Moment gerade Leute drin, genau. Dann gehen wir mal in den Aufenthaltsraum. Oh, guck mal da, siehst du? Das ist auch wirklich toll. Das sind wir im Aufenthaltsraum, der ist für die Allgemeinheit. Ja, hier ist eine Spielecke für Kinder. Schön. Hier noch ein Spielteppich hinten dran. Sitzgelegenheiten, Bücher. Man kann sich Kaffee ziehen hinten. Ah, ein paar kleine Snacks kann man sich auch noch holen. Und ein paar Snacks, genau. Wir haben jetzt die Sanitärräume verlassen und gehen weiter den Platz entlang. Rechts und links sind feste Häuschen, sind Wohnwegen mit Vorzelt. Und hier sind überall noch Verbindungswege, die auf den unteren Platz führen. Hallo? Hallo. Und vor uns sehen wir noch ein zweites Toilettenhäuschen, das allerdings in der Vorsaison geschlossen ist. Neben der kleinen Toilettenanlage kann man hier den Ausgang benutzen für einige Wanderungen. Platz für Wohnwagen und kleine Wohnmobile. Hier rechts ist eine große Wiese für zum Zelten. Gestern war hier noch alles voll, heute Morgen ist alles abgereist. Wir sind die Einzigen, wo noch hier stehen. Aber wir haben den ganzen Platz für uns allein, gell? Was wir auch sehr schön finden, ist diese riesige Feuerstelle und der Dreibein. Hätten wir gern benutzt, aber leider sind heute die Metzgereien alle geschlossen. Dann zeigt doch mal noch unser Plätzchen, wo wir stehen. Gut.
Und jetzt geht es praktisch diesen Weg wieder hoch Richtung Rezeption. Hier riecht schon stellenweise gut, da gibt es schon gegrillt, he? Ja. Was wir auch sehr schön finden, sind diese Holzfässer. Das sind die Parkplätze. Die Leute, die in den Plätzen wohnen. Insgesamt 10 von diesen Fässchen. So, man kann hier mal eins versuchen reinzubringen. Das ist ausgestattet mit Tisch und Stuhl. Die Häuser nach alle Gartenarme. Hier ist das Bett. Goldschrallee. Da sind wir doch nicht immer vorbeigelaufen. Genau. Dachsallee war mal. Hier haben wir noch einen Platz. Aber es sieht aus, als könnte da ein Dauercamper stehen, ne? Jo, das sieht so aus. Ja. Und das? Also, hier sind wir schon wieder am Sportplatz. Unsere Runde im Camping. La Pineda? La Pineda ist also praktisch wieder vorbei. Wie gesagt, ist nicht arg groß, aber die Vorteile liegen auf der Hand. Man hat von diesem Platz zahlreiche Wanderwege. Man braucht kein Auto, braucht keinen Parkplatz suchen. Man kann direkt am Campingplatz starten. Und Wanderwege, Rundwanderwege gibt es auch genug. Also uns hat es hier gut gefallen. Beziehungsweise uns gefällt es immer noch gut. In der Rezeption gibt es noch einige Andenken zu kaufen vom Müllertal. So. Jetzt sind wir wieder an der Brasserie. Fühlen wir uns auch nicht so genau, weil es sind auch Menschen. Ich weiß nicht, ob wir es dort gezeigt haben. Hier ist noch ein schönes. Da ist noch ein Rondell. Kann man. Bank, Tischtennisplatte drüber. Ich hoffe, das kommt jetzt da so rüber. So. Und da hinten sind noch Wanderwege. Kann ja sein, sie noch. Rezeption starten schon einige Wanderwege. Die sind gekennzeichnet mit C1 oder der Name steht dabei, wo es hingeht. Und hier haben wir noch welche. Hier sind dann auch noch Wanderwege zu den Konzdorfer Mühlen. Ramele, Schelmele sind alles sehr schöne, wie nennt man das? Wanderwege. Alles sehr schöne Wanderwege. Einige davon haben wir uns schon angeguckt. Allerdings haben wir uns mit Komoot führen lassen. Man muss halt nur darauf achten, dass man hier auf C6 oder C5 bleibt. Unsere kleine Führung über den Campingplatz La Pineda ist hiermit beendet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Wenn es euch gefallen hat, Likes und Kommentare würden uns echt freuen. Klar, immer. Und wer uns noch nicht abonniert hat und uns weiter sehen möchte, der drückt auf Abonnieren. Genau. Und wenn man dann noch die Glocke drückt, verpasst man kein Video mehr von uns. Genau. So, und wir gönnen uns jetzt mal eine schöne kalte Cola. Prost, Mama. Schwiegermutter. Prost. Prost. Ach, hier sitzen wir doch richtig gemütlich, oder? Ja. Ja, die Brasserie hat heute geschlossen, aber das sind überall die Automaten. Da kann man sich auch was ziehen. Und das haben wir jetzt gemacht, wenn wir noch richtig gemütlich noch ein bisschen abhängen wollten. Ne? Genau. So, wir verabschieden uns. Tschüss, Tanja und Rainer. Und du. Tschüss. Tschüss. Das ist mir gut, ne?